Ja, hallo, wir machen weiter mit Mafia 3. Wir sind da. Nein, der will ich. Der will ich. Oh! Nein! Jetzt kann ich wieder nicht auf die Typis zielen. Das ist schon gemein. Zum Verzweifeln. 1, 2, 3. Wow, Pullen kommen an. Das ist wieder echt. Ich schiesse durch die Leute durch im Fall. Es funktioniert einfach manchmal nicht. Teil Missionen tipptopp und dann kommst du wieder in eine Mission rein, wo nichts funktioniert im Fall. Ah, aber irgendwie hat die Hitbox nicht funktioniert. Ich konnte ballern und ballern. Zum Teil kannst du es auch nicht richtig ins Visier nehmen. Entschuldigung. Ist das so ein Spiel, das mich nervt? Was für eine Scheiße. Ich brauche Schrottteils. Ich muss eins sein. Schrott gesucht. Ist doch doof, das holt dich so aus dem Spiel raus, dass du immer so musst Schrott sammeln, als würde ein Gangster, ein Mafiosi irgendwelche Schrottteils auf der Straße sammeln, um dann so Abhördinger zu basteln. Also jetzt habe ich also genug von diesem Typ zu verfolgen. Da. Und nachher wird die immer gebastelt. Zum Teil du kannst machen, was du willst. Das funktioniert nicht. Jetzt habe ich ihn wieder vor mir. Er will einfach von mir gefickt. Was für ein Spass. War so cool. Jetzt fahre ich natürlich wieder ganz einen neuen Kurs. So. Triggered hat's. Mal versuche ich das. Er hält mit auf der Kreuzung. Schön. Hey, ich hoffe, das hat noch nicht gewarnt. So, aber jetzt. Steig aus! Voilà. Aber das Mal mache ich den Fehler nicht nochmal. Ich verschanze mich! Das ganze Team! Ich will nicht von der Bullen gecasht werden. Oh, da kommt einer hinter mir her. Jetzt geht's wieder. Dafür zeigt es den nicht an. Du kannst sie wieder alle absnacken, ohne Problem.
Jetzt ist es wieder hier, ist wieder der gleiche hure Scheiß. Je nachdem, wo die Deckung gehst, kann das sein. Dass du nicht kannst anvisieren. Das hat mich wieder fast gekillt. Ah, Gott. So. Checken wir hier alles ab. Der hat doch auch noch etwas gecasht. Ist das jetzt weg? Yeah, viel Geld. 9000 Jeps. Die rentieren im Fall. Der Karren nehme ich natürlich auch den. Jetzt liegt da sicher einer der Polizei. Können wir das nicht? Nein. Machen wir den Job. Den Schmuggelwaden warte ich. Ui. Sonst der schneller ist. Da warte. Der hat jetzt so einen Abhörkasten. Wie viel sind da drei noch? Zuerst lassen wir mal die Leute flüchten. Tür. Hey, sehr gut. Der, wo... Oh, du watch. Jetzt geht es wieder ganz easy. Genau das. Oh, da sind noch mehr. Ja, Jungs. Aus dem Weg, Leute. Ich gehe in Deckung. Mach das. Ich helfe dir. Da ist auch Geld. Sogar noch Schrott. Irgendeine scheiß Nachricht. Gewerkschaft. Verliere ich mindestens die Hälfte, was es mir gibt. Muss noch loswerden. Uiuiui. Driften. Du. Wunder, dass Toretto nicht draußen auf der Straße ist und dich persönlich jagt. Toretto soll unten bei der Dockarbeitergewerkschaft sein. Will anscheinend wissen, wer verhindert hat, dass seine Leute Beiträge einsammeln. Glaubst du, er hat Greco gesteckt, was los war? Nee. Wie ich Andy kenne, würde er Greco sicher am liebsten unter der Erde sehen. Gleich neben dir. Aber er ist ein Schisser. Und wenn er eine Aufgabe hat, dann zieht er sie auch durch.
Die Lage ist überall beschissen. Und es kommt noch schlimmer. Jock sagt den Jungs, dass es bald wieder Arbeit gibt. Du hast Toretto gerade genug angepisst, dass er wieder bei der Gewerkschaft ist. Du musst dich um ihn kümmern. Da müssen wir wieder her, da sind wir ja schon mal gewesen. Immer das gleiche Muster in diesem Spiel. Die eine Basis und du musst infiltrieren, musst du dann nochmal. Das ist ein bisschen schade. Jetzt soll ich mal die bessere Schrotflint kaufen. Komm mal Mami nach, obwohl... Entschuldigung, hau ab. Ich hab ein bisschen Bauchweh. Ja, da sind wir ja schon mal gewesen. Das kennen wir ja schon. Da muss es auf das mal mehr Leute da sein, sicher. Gott, hör mal, das läuft so. Diese kleinen Papierzettel sagen uns, wer was verdient. Wer schaut natürlich genau zu. Außerdem ist es das, was uns schwach aussieht. Perdium. Demgegenüber. Das war ein grober Fehler. Ja, nicht wahr. Doch, lass mich. Jetzt hab ich dich, Großmaul. Bitte. Bringen sie nicht. Die Schusslinie. Ist es jetzt längt. Kannst du mir eine Nachschublieferung nach River Row schicken? Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Ich muss zeigen, hoffentlich klappt. Wie die schießen. Gutes Timing. Mach, mach, mach. Die habe ich. Mal gucken. Ist zwar auch nicht so viel besser, aber ich glaube, die hat mehr. Ich denke, die hat mehr Munition. Muni kaufe ich nicht, das reicht. Baller von ganz hinten. He. Oh, er fährt da rein. Geht's noch, Junge? Bist du lebensmüde oder so? Ist da wohl wieder ein Bug? Ist er jetzt erschossen worden? Nicht. Der Wachposten muss ich aufpassen. Die hole ich erst. Verstärkung. Ja. Scheiße. Scheiße. Oh, den habe ich aber. Ob noch vielleicht genug aus dem Gefecht gezogen. Aber der dort nicht. Schnell! Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hat jetzt das gelangt oder nicht? Scheiße. Oi, oi, oi. Ich brauche irgendwo einen sicheren Point. Wow, da sind viel mehr als ich. Das ist immer so. Der Türrahmen ist die gefährlichste Stelle in diesem Spiel. Dass die nicht killt. Scheiße, ich muss die schnell ausschalten da. Ich muss ja gar nicht alle killen, wenn ich den habe. So. Den werben wir natürlich an. Greco ist am Ende. Stehst du zu ihm oder zu mir? Scheiß drauf. Okay, ich bin auf eurer Seite. Das wird Vito freuen, dass Achtung, sie kommen. Mach, 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 mach. Mach, mach, mach. Da kommen noch zwei. Oder nicht? Die Dockarbeitergewerkschaft ist am Start. Lass deine Jungs das handeln. Du hast diese Scheiße erledigt. Gut so, Kumpel. Ich schicke ein paar
Jungs die Wache halten. Schnappt ihr das Lagerhaus und wir haben Greco. Ist ein Kinderspiel. So, die Gewerkschaft ist wieder in unserer Hand. Unser. Es geht aufwärts. Sie sehen alle gleich aus. Heute haben wir ein ganzes Bücherregal voll mit Akten über Vito Scaletta, aber das war nicht immer so. Hoover hat bis 1957 geleugnet, dass es die Mafia überhaupt gibt. Darum gab es auch keinerlei Material über Leute wie Vito Scaletta. Inzwischen wissen wir, dass er am Zweiten Weltkrieg teilnahm und wegen Unterschlagung und Diebstahl 6 Jahre in Haft war. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass er ein Mitglied der Falcone-Familie in Empire Bay war, obwohl er gleichzeitig verdächtigt wird, Don Carlo Falcone ermordet zu haben. Falls er es wirklich war, muss er Freunde an hoher Stelle gehabt haben, denn man ließ ihn am Leben. Er musste allerdings ins Exil und hat sich dann hier unten angesiedelt. Die Kommission überzeugte Sal Marcano, Vito ein paar Geschäftsbereiche zu überlassen. So. Wir sind wieder ein Stück weiter. Ist das echt der Verdienst erhöhen, wenn du so Missionen machst? Und hier ist er jetzt voll der Verdienst. Aber ich habe nur 7. Das wird nicht mehr, ob ich das immer wieder muss abholen, dass das neu auflädt. Aber ich möchte hier noch die Missionen fertig machen. Und dann da die Geschichtsmissionen machen. Dann muss ich für all die Geschäfte irgendwelche Gefallen erweisen. Missionen machen. Ah, jetzt kann ich Superfallkommando rufen. Ich habe echt nur 2 Waffen mit mir. Stau! Was ist los? Wenigstens schon länger keine explodierenden Fahrzeuge mehr. Manchmal hat sie da die Fahrzeuge, die parkiert sind, einfach in die Luft gejagt, wenn ich durch die Luft ausgespickt. Ich weiß nicht, ob sie das gefixt haben im Update. Das lustiges Hupi. Haust du ab oder nicht? Wenn ich warte, wartet sie auf. Sobald ich fahre, läuft sie jedes Mal. Jetzt aber ich fahre ein bisschen, sie läuft. Ich warte, sie wartet. Selber die Schuld. Also ich gehe schon wieder in den Abhörkasten rein. Und wir sind da. Das ist kein Feind. Hallo? Vito schickt mich. Du bist Conny, hm? Yep. Conny DeMarco. Hab für Vito ein Auge auf den Schmuggel. Roy Thibodeau ist jetzt zuständig und es läuft richtig scheiße. Warum hat Greco ihn nicht fallen lassen? Wenn's nach ihm ginge, würde er Roy hochgehen lassen. Greco hat Roy nicht ausgesucht, was ihn zur Zielscheibe macht. Trotzdem, Roy versucht von Kuba aus den üblichen Schrott zu verkloppen. Zigarren und Rum. Scheiße, man sagt, die verkaufen sogar Medizin und so ein Zeug an die Kubaner. Greco hat also Stress.
Greco dachte wohl, sein Onkel Sal würde nicht so hart mit ihm umspringen. Jetzt macht er allen Druck, auch Roy. Wenn das Geschäft noch schlechter läuft, muss Roy selbst kommen und sich kümmern. Aber Roy hat ein paar Leute hier und da. Mit etwas Überzeugungskraft kriege ich schon was raus. Hast du schon einen von Roys Jungs geschnappt? Die reden bestimmt, wenn man richtig fragt. Wir haben auch den hier. Er hat nochmal noch sein Schmuckelversteck. Und einen Haufen Leute natürlich sicher. Okay. Dann schauen wir mal Schmuggelware an. Befrage Reus Wachleute. Gehen wir schon wieder in die richtige Reihenfolge vor. Zwar näher da. Wir sind ja fast da mit 200 Metern. Oh, die Polizei ist auch da. Nicht schön. Fragen. Ich hoffe, er hält nicht ab. Wir probieren natürlich zuerst, ob wir hinten rein können. Das ist ja immer am besten. Das macht ja die Mafia so. Ah, da ist noch Playboy. Interessiert sich nicht für mich. He. Das hat auch blinkt. Ich habe zuerst gemeint, das kann ich auch noch. Verschwinde, sonst rufe ich die Bullen. Hä? Wer ist das? Hört er mich? Ich hab da so eine Ahnung, wo er sein könnte. Achtung, Achtung, Achtung. Pass auf, wo du hingehst. Sie kommen beide. Und wir kriegen keine Probleme. An alle Einheiten im Einsatzgebiet. Nee. Wenn jemand Zeit hat, ich hätte da eine Meldung über einen Mädchenkram, der in River Road Und weg hier! Die Polizei ist direkt hinter mir. Die Leute haben heutzutage alle Schlüsse. Erzähl mir jetzt von Reus Schmuggler. Ja, noch bevor die Polizei kommt. Ich weiß, wo sie verschifft werden. Und schon sind sie da. Geil. Du arbeitest jetzt für mich. Du wirst für uns schaffen. So, und jetzt weg, 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 weg. Wege die weg. Mal schauen, ob ich mich verstecken vor diesen Typis. Pass auf! Zu meinem Auto. Hey, pass auf, wo du hinkommst! Ich fand alle Einheiten in der Nähe. Einheiten. Ah Gott! Hey, diesen Hurensohn ist visiert! Hurensohn? So, also, das ist ja wirklich kein. Anstand. Ja, mal schauen, ob ich dich abhänge. Ich kann jetzt ein bisschen schneller fahren. Wow, das ist aber heftig, dass die Polizei nachher ist. Die sind alle hinter mir her. Ah, ja, natürlich noch.
zerschossenes Rädli. Das ist wieder perfekt. Und geht auf in die nächste Mission. Ich hoffe, ich kann mich da irgendwo verstecken. Aus dem Kreis raus. Kann ich da rein? Aber nicht so spannend, aber ich streng. Mal schauen, was wir eigentlich machen müssen. Lediger Reis von Strecker. Das wäre jetzt eigentlich nachher. Aber wenn ich schon mal da bin, mache ich es gleich. Muss ich nicht von Strecker zuerst loswerden. Dann hole die mal ab. Komm ich da rein? Oder kann ich? Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und streichen. Perfekt. Daraus hat es gar nicht so viele Gegner hier. Da muss ich nur noch Geld ziehen. Also rein nach Plan müsste hier Geld liegen. Darum tut es nicht. Ist das irgendwo da oben drauf? Genau hier müsste es sein. Komm, schauen, komm. Perfekt. Der da oben sieht mich. Gefährlich. Was ist denn das da? Ah, schau jetzt. Die medizinischen Vorräte. Aufpassen, da ist dann einfach mal sehr viel am Hals. Die ganze Nein! Haben wir Nein! Jetzt wieder so ein falscher Knopf. Nicht zurücksehen. Geh einfach zum Telefon. Nein, da geht wieder das Ding holen. Da kommt aber hier rein, oder? Ich hätte wohl einen Alarm geben am Telefon. Bin ich am richtigen Ort hier. Los geht's! Ihr Jungs haltet mir den Rücken frei.
Telefon. Am besten können wir alle schauen hier. Aber die einen hängen wir. Er kommt vor. Hier ist perfekt. Jetzt kommt er da rein. Sammeln, könnte ja wieder eins brauchen. So ein Adrenalin-Ding. Ah, da ist noch einer. Schnell. Juhu! Ja, ihr seid einfach Pfeifen. Oh, wo oben ist er? Da! Da! Seht ihr ihn? Nein, es sieht mich niemand. Das Geld droppt. Schade. Da unten ist noch ein. Ich sehe ihn aber nicht. Ah. Schön. Wird das so erledigt. Geld. Ah. Das hat eine gute Fluchtmöglichkeit. Jetzt ist auf dem Stockwerk nicht mehr, dann gehen wir runter. Jetzt muss ich noch den ganzen Müll einsammeln. Schaden machen. So, hier noch. Das kann ich auch noch brauchen. Ja, noch Geld, ja. Schau, machst du immer das Gleiche in jeder Mission, das ist schwere Schab. Das ist auch ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen, dass du verschiedene Aufgaben hast. Zigarre, die möchte ich aber auch gerne. Zigarre. Wo ist denn der? Da ist noch irgendetwas zum Zerstören. Ich sehe es nicht. Da ist noch... Schnaps, komischerweise. Nochmal auf den Gallo schauen. Hey, hey, hey. Aha, das muss.
Das haben wir noch nicht geschafft. Ah, zu Vater James kann ich den bringen. Für wohltätige Zwecke. Der Wagen. Dann machen wir natürlich, dann bringen wir den. Vater James natürlich. Wie komme ich da raus? Ich muss ja eh noch bei Vater James vorbei. Die Frage ist, wie geht es da raus? Ich kann hier gar nicht auftun. Gibt es da irgendwo einen Automat? Du kannst Tür öffnen. Und da vorne ist auch noch. Ah, jetzt habe ich. Hier muss ich raus. Und dann schieben wir. Automatisch auf. Auch nicht. Da komme ich auch nicht raus. Da steht aber Tor. Wahrscheinlich müssen wir reinfahren. Jetzt zu Pater James. Ja, richtig. Cool. Keine Zeugen. Sehr gut. Also hier für Rotampel und Polizei steht da. Was soll ich die verfolgen, wenn ich da bei Rot fahre? Wo ist das langsam, das Auto? Jetzt sind wir noch wohltätig. Ich fühle mich so wohltätig. Das Verfahren gegen Sirhan Sirhan wegen des Mordes an Robert Kennedy verzögert sich. Der angeklagte Schütze wird psychiatrisch untersucht und sein Gehirn geröntgt. Sirhans Verteidiger werde wohl auf unschuldig wegen Geisteskrankheit plädieren. Kennedy wurde in Los Angeles ermordet, nachdem er die Vorwahlen in Kalifornien gewonnen hat. Rufe Polizei links. Da laufen zwei Sounds gleichzeitig in meinem Radio. Wo ist der Schreck? Wir sind abstellen. Hilfekram, Antibiotika, Bandagen und so weiter. Dachte, du könntest das gebrauchen. Ich will wahrscheinlich lieber nicht wissen, wo das her ist. Frag nicht, dann muss ich auch nichts sagen. Na dann. Ich kenne ein paar Leute, die den Kram brauchen können. Ich nehm's dir ab. Oh,
Oh, hat sich gelohnt. Ich kann's kaum glauben, was ich da lese, was ich im Radio höre. Was du anrichtest. Du wusstest doch, wie es laufen würde. Ich hab's dir genau gesagt. Vielleicht merke ich ja jetzt erst, dass es ein Unterschied ist, etwas in der Theorie zu hören oder es als fette Schlagzeile auf der Titelseite zu lesen. Du hast nicht gedacht, dass ich's durchziehe. Ich dachte nicht, dass... Doch, ich wusste es. In dem Moment, als du wieder zu dir gekommen bist, da habe ich es dir angesehen. Ich schaue dich an und sehe, wer du mal warst. Ein kleiner Junge, der nicht viel hatte, aber deswegen nicht verbittert war. Ein kleiner Junge mit strahlenden Augen, der lachte, der sich einfach freute, auf der Welt zu sein. Ich frage mich, was aus ihm geworden ist. Ihm ist klar geworden, wie die Scheiße läuft. Sag bloß. Wie oft ist das Waisenhaus von Rassisten verwüstet worden? Wie oft mussten wir rumfahren und in Lokalen um Essensreste bitten, weil wir sonst nichts zu fressen hatten? Natürlich mussten wir mit rassistischen Arschlöchern fertig werden. Aber jedes Mal, wenn die uns was angetan haben, waren Leute zur Stelle, die uns geholfen haben. Weiße, schwarze Baptisten, Lutheraner und. Weißt du noch, wie ihr Buben alle neue Jacken zu Weihnachten bekommen habt? Die kamen von einer alten weißen Frau, einer Calvinistin. Das ganze Jahr hatte sie daran genäht. Wenn du immer nur das Böse sehen willst, dann wirst du nie etwas anderes erkennen. Ich muss los. Ja, das ist noch eine gute Antwort. Der Black Lives Matter.